Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Aktiv in den Herbst. Heute mit voller Energie, topfit. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute natürlich unsere Ausdauer trainieren, das Herz-Kreislauf-System aktivieren und werden Schritte machen. Mach natürlich immer so mit, wie es für dich okay ist. Und zwischendurch immer die Schritte etwas verändern, aber nicht schwer, auf jeden Fall mitmachen. Und jetzt holen wir uns richtig Energie, indem wir in eine kleine Grätsche kommen, Knie strecken, Schultern tief ziehen, die Arme nach oben, die Handflächen zeigen in Richtung Boden und hol deine Fersen jetzt etwas vom Boden weg. Vielleicht magst du noch höher gehen, atme durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus und diese Stellung gibt dir richtig Energie, Selbstvertrauen und Stärke. Versuch immer etwas länger aus als einzuatmen. Zieh dich in die Länge. Und komm dann langsam wieder nach unten auf die Fersen. Lass deine Schultern nach hinten kreisen. Ich mache uns so ein bisschen Musik an und du darfst in eine hüftbreite Position kommen und deine Arme ganz entspannt vor und zurück schwingen lassen. Schwünge geben Energie. Das wirst du gleich merken. Mach einfach weiter. Einmal rechts vor, einmal links vor. Schau, dass die Knie nach vorne zeigen können. Atem fließt. Jetzt gehen die Arme nach vorne. Einfach hier weiter schwingen. Nimm deine Beine in eine leichte Grätsche, geh mit. Verlagere ganz locker dein Körpergewicht. Merkst du schon die Energie? Kleiner werden, Füße wieder hüftschmal. Und dann nochmal die Arme neben dem Körper. Vielleicht etwas höher. Und kleiner werden, locker lassen, Füße abrollen, einmal von der Fußspitze auf die Ferse. Bewusst bewegen die Fußgelenke. Nase ein, Mund aus. Und dann am Platz gehen, die Knie ruhig schon mal hochziehen. Das ist nämlich auch gleich unser erster Schritt. Geh weiter. Ich mache uns einen Piepser an und dann bleiben wir erstmal im Gehen. Geh weiter, auf jeden Fall. 45 Sekunden erst gehen. Schau mal, die Ellbogen, die dürfen auch bis in die Waagrechte nach oben gehen. Das wäre Powerwalken. Du entscheidest für dich, was richtig ist. Immer noch. Wir machen jeden Schritt dann zweimal. Ich erkläre dir dann einfach alles, wenn es weitergeht. Unser erster Schritt kommt nämlich jetzt und das ist ein Kreuztap. Also überkreuzen, so verknüpfen wir beide Gehirnhälften. Ich
Nimm die Arme locker mit. Das auch wieder 45 Sekunden lang. Vielleicht auch immer spüren, wie sich jetzt der Schritt anfühlt und wie er sich dann anfühlt, wenn wir ihn ein zweites Mal machen. Aber noch 10 Sekunden von unserer ersten Runde. Aufrichten. So, dann kommen wieder 45 Sekunden entweder walken oder in der zweiten Runde jetzt trippeln auf dem Mittelfuß. Du entscheidest. Arme gehen mit. Sehr schön. Denk an die Bauchspannung. Zieh den Bauchnabel sanft in Richtung Wirbelsäule. Dann kommt gleich unsere zweite Runde, der Kreuzschritt. Und spür, ob sich jetzt was verändert hat. Ob sich's lockerer kreuzen lässt. Dann kommt gleich der zweite Schritt von 6 Schritten. Fünf Sekunden noch. Und jetzt gehen wir erst wieder walken, ruhig Power walken und die Ellbogen weiter nach oben ziehen. Noch höher. Nase ein, Mund aus. Nächster Schritt ist Knie hoch im Wechsel und jetzt immer gegenüberliegenden Ellbogen Richtung Knie. Nochmal eine Übung für beide Gehirnhälften. Wenn wir die verknüpfen, dann werden wir wirklich topfit, energiegeladen. Und Pause, entweder walken oder auf dem Mittelfuß trippeln. Komm, komm. Du kannst auch durch dein Zimmer laufen. Wir haben noch 33 Sekunden. Spannung im Bauch. Die letzten. Und dann kommt noch mal unser Knie hoch mit Ellbogen. 2 Sekunden und los geht's. Knie hoch, hoch, hoch. Mach noch weiter. Du kannst auch langsamer die Bewegung machen. Alles ist richtig.
Und nochmal walken. Gerne Power walken. Arme mitnehmen. Komm, und noch höher ziehen, 15 Sekunden noch. Nächster Schritt, ein Schritt zur Seite, rechts, links. Und wenn du willst, Arme vorne auf, hinten zu. Richtig die Finger spreizen, kraftvoll. Zehn Sekunden noch. Jetzt wird's anstrengend. Und trippeln oder gehen. Mittelfuß. Lass ruhig Gas geben. Sekunden. Dann kommt unsere zweite Runde. Schritt zur Seite. Okay, ein Schritt. Rechts, links. Hände auf, zu, auf, zu. Auch wenn die Unterarme sich anstrengen müssen und deine Finger, Hände. Fünf Sekunden nur noch. Und walken, super. So, wieder Power walken. Dann kommt gleich unser nächster Schritt. Noch 5 Sekunden. Nächster Schritt ist ein Kick. Kick rechts und links. Und jetzt immer den gegenüberliegenden Arm nach vorne boxen. Boxen. Und wenn du kannst, dann mach hinten auf. Also nicht vorne, sondern hinten. Kraftvoll. Ist nicht so klar, macht nichts. Super. Und trippeln. Puh, das fordert auch unser Gehirn und das macht tatsächlich richtig schön wach. Also immer vorne boxen, hinten öffnen. Wenn es nicht klappt, freuen wir uns, dann bilden wir neue Synapsen zwischen unseren Gehirnzellen. Wir haben ja noch eine Chance.
und kick nach vorne. Kick, kick, kick. Ah, zweite Runde ist es schon einfacher, oder? Konzentration. Fünf Sekunden durchhalten. Walken. Geschafft. Schau nochmal die Arme. Bewusst größer werden lassen. Sekunden noch. Öffne jetzt deine Beine, schau mal, Ferse hoch. Und jetzt versuchst du Single, Single, doppelt, zweimal. Einmal Single, Single, doppelt. Single, Single, doppelt. Probier es. Doppelt. Weiter bewegen natürlich. Nochmal hin, her. Und trippeln. Auf. Kannst auch walken. Alles gut. Schultern zurück. Brustbein heben. Wenn du willst, bei dem nächsten Schritt, Arme dazu. Muss aber nicht. Okay? Nochmal Single, Single. Einmal Single, Single, doppelt. Wenn du willst, Single, doppelt. Doppelt, einzeln, einzeln, doppelt, einzeln, einzeln. Nochmal, super. Und gehen. So, letztes Mal das Walken. Darfst du alle Kräfte sammeln. Power Walken. Dann noch einen Schritt. Mit dem nächsten Schritt überkreuzen wir noch einmal unsere Körperhälften. Geh einen Fuß nach vorne und komm nach hinten mit dem anderen Fuß vor, aber belasten, also als würdest du gehen. Einmal vor, ich mache mal mit dir mit. Vor, 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 vor. Wenn du möchtest, cha cha cha, vor, cha cha cha. Alleine. Gut.
So, dribbeln noch einmal. Letztes Mal dribbeln. Komm. Immer noch, immer noch, immer noch. Puls darf ruhig so ein bisschen nach oben gehen jetzt. Und einmal vorne kreuzen. Und vielleicht cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Schneller jetzt. Und gehen. Sehr, sehr gut. Alles gut bei dir? Weißt du noch unseren ersten Schritt? Probier mal. Kreuzen, tap. Genau. Das war der erste Schritt. Was war der nächste? Knie hoch und Ellbogen dazu. Mach mit. Knie. Einmal noch eine kurze Wiederholung. Bleib in Bewegung. Überleg schon mal, was war unser nächster Schritt? Ein Schritt zur Seite, genau. Also einen Schritt, Zeit, Hände auf, zu. Weißt du auch gleich den nächsten Schritt, oder? Aber bleib erst noch mal hier. Es geht ja auch immer ohne Arme. Nächster Schritt, Kick. Kraftvoll, kraftvoll. Immer noch. Und klappt's? Nächster Schritt, Ferse, schau mal, Single, Single, doppelt, Single, doppelt, wenn du willst, immer noch. Noch einmal, dann kommt der Schritt nach vorne. Kreuzen, kreuzen. Wenn du willst. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Komm, komm. Allerletzten vier.
3. Bleib hinten, Cha-Cha, bleib hier. Gehen. Sehr, 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 sehr gut. Bleib ganz locker in Bewegung jetzt. Weiter, weiter, weiter. Nicht stehen bleiben. Nase ein, Mund aus. Und verlage einfach dein Körpergewicht nach rechts, links. Sehr gut. Nochmal. Puls ein bisschen nach unten lassen. Motiviert aktiv heißt es morgen. Bleibe in der Mitte. Tauche ein mit deinem Brustbein. Roll dich auf. Nochmal. Eintauchen. Aufrollen. Bleib da, Ferse links heben, dreh dich nach rechts, hier bleiben, ganz weit nach hinten schieben. Aufrichten. Jetzt rutsch mit dem hinteren Bein nach vorne, zieh die Fußspitze an, streck dein Knie. Ganz gerader Rücken, noch ein bisschen tiefer. Komm wieder nach oben. Großer Schritt. Rechte Ferse. Tief. Po anspannen, Ferse nach hinten. Knie strecken. Mir ist warm, ich hoffe dir auch. Nach vorne, Fußspitze anziehen, Knie strecken, gerader Rücken. Vielleicht so ein bisschen tiefer. Sehr fleißig. Komm nach oben, locker aus. Atme ganz tief ein, nimm beide Arme nach oben und nochmal richtig aus. Ein. Und aus. Und noch einmal ganz tief ein, streck dich, zieh dich in die Länge. In alle Richtungen. Öffne deine Arme und atme aus. Entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich, wenn ja, über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar unten. Vielen, vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Den Link findest du auch da unten, da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und wähl aus, mit wie viel im Monat du das ganz gerne machen möchtest. Danke auch an die, die es bereits tun. Wenn du willst, abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Lad Freunde ein, Freundinnen ein, sich mitzubewegen. Da oben bei dem Infopunkt findest du dann auch die ganze Übungsreihe, die wir gerade machen. Die findest du auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. In den Playlists auf meinem Kanal sind alle Videos geordnet. Entweder nach Reihen oder nach Schwerpunkten oder auch nach Längen. Also einfach mal reinschauen, da findest du dich bestimmt ganz gut zurecht. Und natürlich freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann!